Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin, auch wenn ich gestehen muss, ich bin ein bisschen nervös, weil das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich vor so vielen Menschen spreche und vor allem nicht vor einem Bildschirm. Ich und die Arbeitsgruppe um Claudia Kammann, wir haben den Versuch gemacht, oder verschiedene Versuche, wo wir dann Beschichtungen auf Pflanzenkohlen aufgebracht haben und dann eben deren Auswirkungen auf Ertrag und Umweltwirkungen wie Lachgasemissionen und Nitratauswaschung untersucht haben. Und das möchte ich Ihnen hier heute vorstellen. Ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe zum ersten Mal richtig mit Pflanzenkohle gearbeitet während meiner Masterarbeit an der Uni Hohenheim. Und da fand ich das Thema schon so spannend, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich war dann sehr froh, als es die Möglichkeit für mich gab, an der Hochschule Geisenheim eine Promotionsstelle anzunehmen. Genau. Und hier bin ich im Projekt ABC for Soil als Mitarbeiterin tätig. Und wir wollen ein organisches Düngemittel auf Pflanzenkohlebasis eben entwickeln, was möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat und zu möglichst hohen Erträgen führt. Dabei ist uns mit unseren Projektpartnern von der RWTH Aachen, von der Universität in Trondheim und vom Ithaka-Institut, da ist uns sehr wichtig auf jeden Fall, dass die Ausgangsmaterialien nachhaltig sind und nicht in große Konkurrenz stehen zu anderen Verwendungsmöglichkeiten. Ganz kurz zur Problematik, die ist ja eigentlich, glaube ich, ziemlich bekannt. Böden emittieren Treibhausgase, unter anderem Lachgas. So zum Beispiel von den gesamten Lachgasemissionen aus Deutschland kommen 77% aus der Landwirtschaft. Also da gibt es auf jeden Fall eine Stelle, wo wir ansetzen können, wo Reduktionspotenzial da ist. Ein weiteres Problem, was man auf der Karte hier rechts sieht, es gibt zwar viel, also das sind Messstellen für Grundwasser und bei den ganzen grünen Punkten ist alles in Ordnung, sieht soweit auch noch okay aus, aber vor allem bei den gelben und roten Punkten sind die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschritten und das sind vor allem die Regionen, wo intensive Landwirtschaft stattfindet oder intensive Tierhaltung, wo dann entsprechend viel Gülle ausgebracht wird auf die Felder, das womöglich zum falschen Zeitpunkt. Genau, und in verschiedenen Studien haben wir eben herausgefunden, oder nicht nur wir, sondern auch viele andere Leute, dass Pflanzenkohle diese negativen Auswirkungen wie Nitratauswaschung und Lachgasemissionen reduzieren kann. Dann wurde festgestellt, dass vor allem, wenn man Pflanzenkohle in Kombination mit irgendwas Organischem zusammenbringt, und zum Beispiel hier bei dem Foto, was hier die Arbeitsgruppe um Nico Hagemann erstellt hat, sieht man schön eine organische Beschichtung auf der Oberfläche der Pflanzenkohlepartikel. Und gerade diese organische Beschichtung kann eben die Eigenschaften der Pflanzenkohle noch verstärken. Was Ähnliches haben auch noch weitere Studien herausgefunden, dass vor allem mit niedrigmolekularen organischen Säuren zu tun haben könnte, dass das die Nitrat-Bindefähigkeit erhöht. Jetzt ist es natürlich schön und gut, wenn Nitrat an der Pflanzenkohle gebunden wird. Jetzt will ich aber da ja was anbauen und möchte, dass die Pflanzen wachsen und die brauchen ja das Nitrat. Und deswegen wollen wir oder wollten wir herausfinden, inwieweit das Nitrat, was an der Pflanzenkohle gebunden wird, und eventuell verstärkt gebunden durch die organische Beschichtung, inwieweit das den Pflanzen verfügbar ist. Dazu haben wir zwei Versuche oder viele Versuche gemacht, von denen ich euch jetzt zwei vorstellen möchte. Im ersten Versuch haben wir dann den Einfluss untersucht vom Pflanzenkohleausgangsmaterial und dem Herstellungsverfahren mit verschiedenen organischen Beschichtungen und verschiedenen Feuchtigkeitsregimen im Boden, also trockener Boden oder wechselfeuchter Boden, wo es immer wieder abtrocknet und immer wieder feucht wird. Und das Ganze auf die Nitratauswaschung aus dem sandigen Boden, weil der eben bei uns im Rheingau, im Geisenheim vorkommt. Das Ganze ist also ein dreifaktorieller Gefäßversuch. Das Ganze hat im Gewächshaus stattgefunden. Also wie gesagt, ich habe einen Sandboden verwendet, der zu 97% tatsächlich aus Sand besteht, einen geringen Humusgehalt von 1,3% hatte. Als Dünger, um eben dann ein bisschen organische Substanz da reinzubekommen, habe ich Kompost verwendet, auf 80 Kilo Stickstoff pro Hektar aufgedüngt dann. Das Ganze wurde dann, weil es doch ein relativ großer Versuch war und viel zu handeln, in drei Teilexperimente aufgetrennt, entlang von dem Faktor Beschichtung. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und das Ganze dann wurde so aufgestellt, dass innerhalb der Blöcke ein randomisiertes Blockdesign war, um eben auszuschließen, dass, wenn die Sonne auf der einen Seite vom Gewächshaus früher reinscheint, dass dort die Töpfe in eine andere Einflussgröße hatten als auf der anderen Seite vom Tisch. Im Lauf des Experiments wurden dann zwei Starkregenereignisse simuliert, wo wir dann einfach eine große Menge Regenwasser gegossen haben pro Topf.
Das Sickerwasser, was unten rauskommt, wie man es in dem Foto sieht, wurde aufgefangen, das Volumen davon bestimmt und dann die Nitratkonzentration im Sickerwasser. Und anhand von dem Volumen und der Nitratkonzentration konnte ich dann die gesamte Menge an Stickstoff berechnen, die da ausgewaschen wurde. Nochmal zu den Faktoren, nochmal aufgedröselt. Faktor 1 war die Pflanzenkohleausgangsmaterial und das Herstellverfahren. Hier hatten wir die Kontrollvariante ohne Pflanzenkohle, die war für alle 3 Teilexperimente gleich. Dann eine Variante mit Fichtenholz, mit Fichtenrinde, mit Rapsstroh und mit Weizenstroh. Die wurden alle im Muffelofen von unserem Projektpartner in Aachen produziert bei 500 Grad. Eine Gehölzschnittkohle aus einer Pyrrhic-Anlage und eine Apfelholzkohle aus dem Kontiki. Wurde alles gesiebt auf eine Partikelgröße kleiner 2 mm und eine Ausbringmenge von 20 Tonnen pro Hektar. Und jetzt denken vielleicht viele, 20 Tonnen pro Hektar ist eine Menge. Aber wir sind davon ausgegangen, 20 Tonnen pro Hektar. Wir bringen die Pflanzenkohle konzentriert aus in der Wurzelzone von einer Pflanze und haben dort dann lokal auf einem Viertel der Fläche etwa diese 20 Tonnen pro Hektar. Wenn ich das auf die gesamte Fläche aber sehe, wären wir bei 5 Tonnen pro Hektar. Und unseren Topf haben wir im Prinzip, unseren Topversuch aus diesen 20 Tonnen pro Hektar Konzentration rausgenommen, wo wir dann eben auch die stärkste Nitratauswaschung erwarten. Der Faktor 2 war die organische Beschichtung, die wir versucht haben herzustellen. Einmal wieder eine Kontrollvariante ohne Beschichtung und dann eine Variante mit Schwarzteebeschichtung und Kaffeebeschichtung. Dazu haben wir dann jeweils Kaffee oder Kaffeesatz, also den wir dann davor eingesammelt hatten bei edlen Spendern. Das haben wir dann aufgekocht für 20 Minuten lang und diese Flüssigkeit dann auf Pflanzenkohle aufgetrocknet im Prinzip, über 2 Tage im Trockenschrank. Der dritte Faktor war die Feuchtigkeit des Bodens. Da hatten wir einmal eine feuchte Variante, wo zweimal wöchentlich gewässert wurde. Dadurch, dass es ein Sandboden war, trocknet er relativ schnell wieder aus. Also ich hatte in dieser feuchten Variante immer wieder so Zyklen von Austrocknung und Wiederbefeuchtung. Also genau. In der zweiten Faktorstufe hatte keine Bewässerung stattgefunden, ausgenommen von den Starkregenereignissen, die ich gerade schon erwähnt hatte. Für die Menschen, die Statistik gerne mögen, es war also ein dreifaktorielles Design mit 42 Varianten und von jeder dieser Variante hatte ich 4 Wiederholungen. Das Ganze wurde dann mit einer Varianzanalyse ausgewertet, mit Post-Hoc-Test und Kruskal-Wallis-Test. Genau. Und da ich jetzt allerdings Unterschiede hatte in den Kontrollvarianten ohne Pflanzenkohle, wo somit auch keine Beschichtung stattgefunden hatte, weil hier keine Pflanzenkohle also beschichtet werden konnte. Da ich da Unterschiede in den Ergebnissen hatte, habe ich jetzt im weiteren Verlauf die Ergebnisse immer in Relation zur jeweiligen Kontrolle gesetzt. Das sieht dann so aus. Hier sehen wir immer Dreiergruppen von Balken. Der erste, der weiße Balken, ist ohne Beschichtung, der graue Balken mit Schwarzteebeschichtung und der dritte Balken mit Kaffeebeschichtung. Und die Unterschiede, die dargestellt sind, beziehen sich jeweils auf die Kontrolle hier vorne. Was man hier sieht, das habe ich als 0 gesetzt und die Balken dazu in relativer Abweichung zur 0-Kontrolle. Was wir hier auf den ersten Blick schon mal sehen, es gibt Effekte. Was uns schon mal gefreut hat. Und es gibt auch Unterschiede auf jeden Fall vom trockenen zum feuchten Boden. Und die Beschichtung und auch die Verwendung der Pflanzenkohle ist in diesem Fall auf die Nitratauswaschung nicht immer positiv gewesen. Jetzt haben wir dann aber eben über diese Varianzanalyse festgestellt, was davon sind zufällige Auswirkungen oder zufällige Effekte und was davon ist wirklich statistisch signifikant. Da kann man sagen, ja, das ist tatsächlich so auch ein Wert, den man wissenschaftlich auch so weiterverwenden kann. Und da fällt eben auf, dass mit der Schwarzteebeschichtung, hauptsächlich im trockenen Boden bei 3 Varianten, ein positiver Effekt oder eine Reduktion der Nitratauswaschung stattgefunden hat und im feuchten Boden nur eine Variante. Wenn ich das Ganze mit Kaffeesatz mache, dann sieht es alles viel schöner aus. Und vor allem auch im feuchten Boden hat die Verwendung von kaffeesatzbeschichteter Kohle immer zu einer Reduktion der Nitratauswaschung geführt. So sind wir dann dazu gekommen, in unserem zweiten Versuch verwenden wir nur noch Kaffeebeschichtung, weil das bringt am meisten. Hier haben wir dann jetzt wieder das Pflanzenkohleausgangsmaterial als Faktor gehabt und das Ganze mit und ohne Kaffeebeschichtung wieder. Und diesmal haben wir nicht nur die Nitratauswaschung untersucht, sondern auch den Ertrag von Spinat
und die Lachgasemissionen. Auch hier hatte ich wieder einen Gefäßversuch, diesmal aber ein zweifaktorieller eben. Wie in Versuch 1, da haben wir den gleichen sandigen Boden verwendet, dieses Mal als Dünger Biogasgülle und das dann aufkalkuliert auf 140 Kilo Stickstoff pro Hektar und als Versuchspflanze, wie eben erwähnt, Spinat und 5 Pflanzen pro Topf. Und hier hatte ich ein komplettes randomisiertes Blockdesign wieder. Auch hier haben wir wieder zwei Starkregenereignisse simuliert, eins direkt vor Aussaat des Spinats, um eben alles, was an löslichem Nitrat vorhanden war, möglichst rauszuwaschen. Und ein zweites Ereignis dann noch nach der Ernte des Spinats. Zusätzlich haben wir diesmal eben die Lachgasemissionen gemessen. Das klingt erstmal aufwendig und kompliziert. Aufwendig ist immer noch, aber nicht so kompliziert. Also wir haben die Töpfe im Prinzip in luftdichte Boxen gestellt, da dann über einen Stopfen eine Gasprobe gezogen und diese Gasprobe dann am Gaschromatographen analysiert. Und aus der Berechnung von einer Start- und einer Endprobe nach genau einer Stunde kann ich dann den Fluss bestimmen, wie viele Treibhausgase wurden aus diesem Boden in diesem Zeitraum emittiert. Und um das Ganze dann auf einen längeren Zeitraum hochzurechnen, hat man dann eine lineare Interpolation zwischen diesen Emissionssummen gemacht. Genau, nochmal der Zeitplan über den Versuchsaufbau. Also ich hatte den Versuchsaufbau, dann eine Phase von wöchentlicher Bewässerung, wo auch Treibhausgasmessungen stattgefunden haben. Dann wurde das Ganze pausiert, mehr oder weniger. Der Boden ist abgetrocknet, bevor ich dann wieder mit einem Starkregenereignis den Boden bewässert habe, dann den Spinat ausgesät und nach Ernte des Spinats dann das zweite Starkregenereignis hatte. Und hier ist dann halt, also damit wollten wir halt eben rausfinden, dieses Nitrat, was sich jetzt in dieser Zeit davor an die Pflanzenkohle gebunden hat, wird es zum einen rückgehalten und steht es danach dem Spinat zur Verfügung. Nochmal die Faktoren. Hier hatte ich diesmal keine Pflanzen, also als Kontrolle wieder keine Pflanzenkohle. Eine Pflanzenkohle aus Fichtenholz, eine aus Fichtenrinde, wieder eine aus Rapsstroh und eine aus Weizenstroh. Und das Ganze diesmal im Kontiki produziert von unserem Projektpartner von Markus Lang in Aachen. Er hat gemeint, war teilweise ein bisschen eine Herausforderung mit dem Stroh, aber hat funktioniert. Und diesmal haben wir eine Ausbringmenge tatsächlich von 5 Tonnen pro Hektar. Ich gehe also davon aus, dass ich in das gesamte Feld reinschaue und auch wieder als Wurzelapplikation. Der zweite Faktor, die Kaffeebeschichtung. Die Herstellung war wieder wie in Versuch 1. Und dieses Mal habe ich aber, um eine echte Kontrollvariante zu haben, auch Sand versucht mit diesem Kaffee zu beschichten, um eben genau vergleichen zu können, liegt es jetzt an der Beschichtung oder hat allein die Beschichtung einen Effekt oder muss die Pflanzenkohle mit dazukommen. Ein zweifaktorielles Design war das mit 10 Varianten, von jeder Variante 5 Wiederholungen. Auch wieder mit einer Varianzanalyse ausgewertet. Zu den Ergebnissen. Hier von der Nitratauswaschung. Der untere Teil des Balkens, was ein bisschen heller ist, das ist das Ergebnis der Nitratauswaschung vom ersten Starkregenereignis. Und das kleine bisschen, was oben drauf sitzt, ist vom zweiten Ereignis. Also in Relation zum ersten ist das relativ wenig und man sieht auf jeden Fall, dass der Großteil des Nitrats, was dort löslich vorhanden war, ist schon beim ersten Mal rausgegangen. Wir sehen, dass der Einsatz der Pflanzenkohle auf jeden Fall einen Effekt hatte und die Beschichtung hat so ein bisschen vielleicht was dazu beigetragen. Und da sieht man auch, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, was für ein Ausgangsmaterial habe. Also hier ist tendenziell die Nitratauswaschung ein bisschen höher, mit der Beschichtung sogar, als ohne Beschichtung. Bei den strohigen Kohlen ist dann ja andersrum, wobei das sieht man bei den nächsten Ergebnissen dann ein bisschen besser. Und hier sieht man auf jeden Fall schon einen Kandidaten mit Rapsstroh und Beschichtung, dass der signifikant zur Kontrolle unterschiedlich ist und tendenziell auf jeden Fall die geringste Nitratauswaschung zeigt. Was uns dann besonders gefreut hat, ist, dass hier beim Ertrag wieder der Kandidat mit Rapsstroh und Beschichtung den höchsten Spinatertrag gezeigt hat. Und auch wieder der einzige, der signifikant zur Kontrolle verschieden war. Und was man hier jetzt allerdings auch gut sehen kann, ist, dass allein die Beschichtung keinerlei Einfluss auf den Ertrag hat.
Also es muss tatsächlich irgendwie eine Kombination aus der Beschichtung und der Pflanzenkohle sein, was zu einer Ertragssteigerung führt. Weil nur der beschichtete Sand hat zu keiner Ertragssteigerung geführt. Und auch hier, wenn man den Ertrag betrachtet, ist auf jeden Fall die Beschichtung ein deutlich wichtigerer Faktor, Einflussfaktor als die Art der Pflanzenkohle. Zu den Treibhausgasemissionen, das sieht dann vorerst mal so aus. Hier im oberen Teil ist ohne die Beschichtung, im unteren Teil mit Beschichtung. Und was man sieht, das ist aufgeteilt in zwei Phasen, wie ich es gerade erwähnt hatte. Das ist der Teil vor Aussaat des Spinats, der vordere Teil. Spinat wurde dann beim hinteren Teil ausgesät. Und hier ist nochmal der hintere Teil etwas größer dargestellt. Aber was man hier auf jeden Fall auf den ersten Blick schon sieht, das, wo eigentlich was passiert, ist in der ersten Phase des Versuchs. Deswegen beziehen sich die weiteren Angaben auch nur auf die Summen, die hier in der ersten Phase emittiert worden sind. Genau, wenn ich das dann aufsummiere über die Zeit, sehen die Ergebnisse der Lachgasemissionen so aus. Und auch hier sehen wir wieder, die Beschichtung hat auf jeden Fall einen Einfluss und die Pflanzenkohle diesmal auch. Und was uns diesmal erstaunt hat, ist, dass die Beschichtung hier teilweise doch zu einer deutlichen Steigerung der Lachgasemissionen geführt hat. Zumindest, wenn ich keine Pflanzenkohle dabei habe oder Fichtenholzkohle oder Fichtenrindekohle. Wenn es um die strohigen Kohlen geht, da dreht sich das Ganze um. Also da ist dann die Emission generell niedriger und dann auch mit Beschichtung niedriger. Wir haben uns dann angeschaut, wie sehen denn die Analysenwerte der Pflanzenkohle aus? Und haben festgestellt, ja, der Rapsstrohkandidat, der vorhin so gut aussah, was man hier auf jeden Fall sieht, ist, dass da der Kohlenstoffgehalt deutlich niedriger war als bei den anderen und auch der Aschegehalt viel höher. Aber warum sind dann Weizenstroh und Fichtenrinde jetzt in dem Fall hier ähnlich? Und wenn man sich dann anguckt, wie das Verhältnis von Kohlenstoff zur Asche ist, dann sieht man, dass die hinteren Kandidaten und vor allem die Variante mit Rapsstroh und Weizenstroh da ein sehr niedriges Verhältnis dazu haben. Und eventuell gibt es dann eben in Kombination mit der Asche und der organischen Beschichtung Komplexe auf der Oberfläche der Pflanzenkohle, die eben dieses Nitratrückhaltevermögen und damit auch das gesteigerte Pflanzenwachstum erklären können. Das Ganze nochmal in einer Grafik zusammengefasst. In grün im Hintergrund ist der Spinatertrag aufgetragen, blau im Vordergrund der Nitratverlust, der Stickstoffverlust, der über das Nitrat verloren gegangen ist, und in rot der Anteil, der über die Lachgasemissionen verloren ging. Und das dann in Prozent der gedüngten Stickstoffmenge. Also man sieht hier bei der Variante ohne Pflanzenkohle gehen ungefähr 10% der gedüngten Menge allein über Nitrat und Lachgas verloren. Und was man hier aber auch wieder schön sehen kann, ist, dass unser Kandidat aus Rapsstroh mit Beschichtung den höchsten Spinatertrag im Verhältnis zu den geringsten Stickstoffverlusten hatte. Da ist er. Also zusammenfassend können wir dann eben sagen, dass die organischen Beschichtungen auf den Pflanzenkohlen die Nitratauswaschung reduzieren können. Und es wird allerdings auch beeinflusst von der Art der Pflanzenkohle und von der Bodenfeuchtigkeit. In Versuch 1 haben wir eben gesehen, Kaffeebeschichtung war deutlich effektiver als Schwarzteebeschichtung. Im Versuch 2 kam dann auf jeden Fall raus, dass Pflanzenkohle mit Kaffeebeschichtung auf den Ertrag einen positiven Einfluss hat. Funktioniert aber nicht, wenn ich nur die Beschichtung verwende und keine Kohle. Und der Einfluss der Beschichtung auf die Lachgasemission ist abhängig von der Art des Ausgangsmaterials. Ohne und mit holziger Pflanzenkohle sind die Emissionen erhöht und die Emissionen sind reduziert mit Beschichtung und mit strohigen Pflanzenkohlen. Und wir haben gesehen, der Spinat wächst besser, wenn weniger Nitrat verloren geht. Sprich, dieses nicht verlorene Nitrat ist höchstwahrscheinlich pflanzenverfügbar und kann den gesteigerten Spinatertrag somit erklären. Genau, damit möchte ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir haben gleich die erste Frage hier vorne. Wobei ich wollte noch sagen, du hast es so super erklärt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand Fragen hat. Das war so strukturiert. Aber jetzt.
aufgefallen ist, sobald Pflanzenwachstum im Spiel ist, gibt es scheinbar nahe null Lachgasemissionen. Habe ich das richtig verstanden? Die Emissionen dann immer vor die Saat oder bevor der Spinat gepflanzt worden ist und nur das ist verglichen worden. Könnte man als Resümee sagen, wenn immer Pflanzen drauf wachsen, haben wir mit Lachgas ohnehin kein Problem? Ich glaube, dass es in dem Fall eher an dem Zeitraum liegt, der zwischen Düngung und Aussaat des Spinats lag, dass das meiste davor eigentlich schon passiert ist. Ja. Da eine Frage da und dann online. Ja, es tut jetzt. Ja. Hi, danke auch von mir für diesen tollen Vortrag. Ich frage immer nach dem Warum und habe mich jetzt auch gefragt, warum habt ihr euch entschieden für die Kaffee- und Schwarzteebeschichtung? Und beides hat ja, also fand ich interessant, Koffein inne. Wenn man das jetzt überträgt auf die Praxis, dann später, hast du mal geschaut, welche Effekte Koffein auf Pflanzen Wachstum oder die anderen organischen Verbindungen, die darin enthalten sind, auf das Pflanzenwachstum haben könnte oder hat? Und was könnte man alternativ statt Kaffee- oder Schwarzteebeschichtung nehmen? Gute Fragen alles. Also wir sind drauf gekommen, weil wir eben in den Studien davor gesehen hatten, ja okay, irgendwas mit organischen Säuren muss es zu tun haben. Dann sowohl Tee als auch Kaffee haben einen leicht sauren pH-Wert, also sind diese Säuren vorhanden. Dann sind es beides Produkte, die in der Form fermentiert oder geröstet sind und auf jeden Fall, dass dort schon komplexe organische Strukturen entstanden sind während des Herstellungsprozesses von Tee und Kaffee. Kaffee hatten wir dann tatsächlich verwendet, weil die Leute auch einfach froh sind, wenn sie es los sind. Also es ist ein Reststoff, der verfügbar ist. Genau. Dann zu dem Einfluss des Koffeins bin ich mir nicht sicher. Also zum einen hatten wir Kaffeesatz verwendet und keinen frischen Kaffee, sprich die Koffeinkonzentration ist hier schon mal auf jeden Fall reduzierter als im normalen Kaffee. Und als weitere Möglichkeiten der Beschichtung würde ich eigentlich sagen, alles was irgendwie leicht sauer ist und organisch ist. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es zum Beispiel mit Komposttee gut funktioniert. Genau. Ja. Nur eine kleine Ergänzung zur Aktivierung. Genau, Sie haben den Kaffeesatz dann einfach mit der Kohle gemischt. Wie läuft das ab? Und das andere zur Aktivierung. Ich glaube, in Geisenheim wird viel Kaffee und Koffein irgendwie konsumiert, wegen der Hochschule, aber ich glaube auch viel, viel Wein. Mit Trauben, Trester oder einfach mit einem Sud daraus, wäre doch sehr, sehr naheliegend, die Weinsäure da irgendwo mit zu nutzen für die Aktivierung. Das wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, ja. Ist aber in diesem Teil jetzt oder habe ich bisher nicht untersucht, aber wäre auf jeden Fall spannend, ja. Ich habe da immer einen Extrakt hergestellt. Also zum einen habe ich einen Tee gekocht im Prinzip, relativ lange, über die 20 Minuten und den Kaffeesatz habe ich auch nochmal 20 Minuten lang aufgekocht und dann nur die Flüssigkeit verwendet, das abgesiebt und dann nur die Flüssigkeit getrocknet im Prinzip auf der Kohle. Genau, und gleich vielleicht, ich hatte versprochen, jetzt fragen wir erstmal online und dann. Ja, vielen Dank, genau. Der Chat ist aufgewacht und hat auch ein paar Fragen gestellt. Andreas Haller zum Beispiel wird gerne wissen, ob die Mehrfachbeschichtung der Kohlen in Betracht gezogen wurde, um den Effekt des Coatings zu erhöhen oder zu verstärken. Hatten wir uns überlegt, aber wir wollten jetzt erstmal feststellen, gibt es überhaupt in der Form auch Auswirkungen auf Lachgasemissionen und auf den Ertrag? Und wenn wir jetzt hier schon was sehen, weiß ich nicht, inwieweit man dann jetzt nochmal weitere Steigerungen durch erhöhte Beschichtungen oder erhöhte Zyklen von dieser Beschichtung, die es da geben könnte. Aber es ist sicherlich interessant und spannend, was da alles noch geht. Also das ist jetzt erstmal ein erster Blick, was man machen kann. Aber da geht sicherlich noch mehr. Okay, dann noch zwei Fragen zum Nitrat. Ursprung. Die eine ist, ob durch das Mikrobiom zusätzlicher Stickstoff eingebracht worden sein könnte
und generell welchen Nitrat oder welchen Dünger, welches Düngemittel du quasi zur Aufladung benutzt hast. Also im ersten Versuch hatten wir Kompost verwendet und da über die Dauer des Versuchs, da mit dem Kompost ja auch immer mikrobielles Leben mitkommt, findet eine Mineralisierung im Versuchsverlauf statt. Und das haben wir eben über diese zwei Auswaschungsereignisse versucht, beides mitzunehmen. Also Auswaschung am Beginn und eine am Ende des Versuchs. Im zweiten Versuch hatten wir dann Biogasgülle verwendet, wo die ja auch nicht tot ist und wo auch mikrobielles Leben drin stattfindet. Das wurde aber auf alle Töpfe gleich verteilt. Also jeder Topf hat gleich viel Biogasgülle bekommen. Deswegen sind die Unterschiede, die wir hier gesehen haben, nicht über den Eintrag des Düngemittels erklärbar. Da gab es noch eine weitere Frage. Haben wir noch ein Mikro, Nico? Oder ist, okay. Vorhin eine Ergänzung machen wollen, aber ich hatte jetzt mich auch nicht einmischen wollen, weil das wäre auch unfair. Nur wegen Koffeingehalt, also man hat im Prinzip bei Arabica-Bohnen so, ich sag mal, 1,5 Gewichtsprozent ist Koffein, aber da ist wirklich das meiste extrahiert, wenn man den Kaffee getrunken hat. Das heißt, das, was wir verwendet haben, war, weil es durch Röstung entstandene heterozyklische lösliche also Kohlenstoffverbindungen sind, von denen man weiß, dass sie auch besonders gut auf der Kohleoberfläche kleben bleiben. Und das war somit einer der Gründe und es ist halt ein, ich sag mal, in der Nahrungsmittelindustrie gigantische Reststoffmenge. Da wäre jetzt eher die Frage, wie kriegt man die zusammengefangen? Aber interessant fand ich sie schon mal per se, weil sie überall immer anfällt. Da habe ich vom Felix Ertl gestern was gelernt. Es gibt welche, die das bei Starbucks einsammeln. Vielleicht müssen wir euch da verknüpfen. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Okay. Ist immer besser für online mit. Genau. Also danke für die weitere Erklärung. Ich frage mich dann auch noch, wenn das schon teilweise ausgewaschen ist oder größtenteils ausgewaschen ist durch die Nutzung, was ist dann in den größeren Mengen noch darin enthalten? Das wurde ja jetzt gerade auch erwähnt. In dem Sinne, glaube ich, schon fast wieder beantwortet die Frage. Super. Wenn dann keine Fragen mehr offen sind. Doch, ich. Eine noch. Im Chat war, glaube ich, noch was. Super, eine Frage im Chat. Gibt noch mehrere, aber ich stelle jetzt eine. Von Ronja Ossenbrink, habt ihr die Korrelation zwischen Aschegehalt und den gemessenen Parametern auch untersucht? Noch nicht. Ja, kommt morgen. Okay, super, danke.